Herzlich willkommen zur großen Live-Bastel-Show am Sonntagabend. Ich bin Irene und an meiner Seite ist wie immer mein lieber Ehemann Joachim. Ihr dürft ihn Joe nennen. Hallo, herzlich willkommen zur Live-Bastel-Show am Sonntagabend. Ein verregneter Sonntagabend. Was gibt es Schöneres, als zu Hause zu sitzen und uns beim Basteln zuzugucken? Vielmehr dir. Ich bin ja so Beiwerk. Wenn ihr uns gut hören und sehen könnt am Anfang, schreibt doch mal rein, ich habe da mal was vorbereitet, passend zur Umfrage, Käse oder zu Hause, wer möchte. Alle anderen können auch gerne in den 18 in den Chat schreiben, wer sich da nicht outen möchte. Ansonsten habe ich eine Umfrage am Start, wer fährt mit nach Rotterdam oder wer bleibt man zu Hause. Man möchte fast das Lied singen, aber es ist ja falsch. Ne? Ja. ihr wisst, was ich meine, oder? Oder? Wer weiß, was wir meinen, welches Lied? Wir singen nicht im Live-Chat. Im Live-Video, aber... Aber das heißt ja Amsterdam und nicht Rotterdam. Ja, deswegen sage ich ja. Ja. Es ist ja, ja eigentlich, aber man möchte aber das Käse, sagen. Aber Käse passt ja auch nach Rotterdam, wohl die Gouda und Edam ist ja auch nicht, aber alle, ihr wisst, was wir meinen. Also Käse für die, die mitkommen und das Haus für die, die zu Hause bleiben. Und wer das nicht schreiben möchte, schreibt irgendwas rein. Wir hören euch gut irgendwie, dann freuen wir uns schon. Ja. Zwei Sachen möchte ich mal gleich anmerken. Meine Schwester ist wieder zu Hause. Hallo Ulrike, hallo nach Dannenberg. Und Christian Passaragagus, ich habe den Namen schon wieder vergessen, die bastelt gerade eine Karte von mir mit dem Hühnerstall. Wahrscheinlich diese schöne, aufwendige mit dem das Gelbe vom Ei. Oh. Hatte ich neulich erst. Da haben wir einen tollen Trailer zu gemacht damals. Ne? Ich weiß, also als Szene, ne? Ja. Oh, das war eines meiner allerschönsten Projekte, was ich so filmen konnte. Ja. Irgendwie mit Hühnergeschrei hatte ich das, muss ich mir nochmal angucken. Ja, das war niedlich. Da war richtig was los auf der Karte. Die war so zum Aufstellen. Ja. Die war mega. Also mega, das, ne? Ja, finde ich cool. Bei uns ist das Wetter jetzt auch regnerisch. Wir hatten Glück. Ihr erinnert euch an meine Vorsätze, die ich ja getroffen habe für das neue Jahr. Es ist der Februar noch nicht rum, aber ich kann ja mal einen Zwischenstand geben. Also, spazieren gegangen am Sonntag, einmal pro Woche. Immer geschafft, so wie wir zu Hause waren. Wo wir letzten Sonntag waren, werde ich euch gleich erzählen, denn da konnten wir das nicht machen, weil wir ja nicht da waren. Hm. Und unterwegs gilt nicht. Ich weiß, es heißt gilt. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ja, aber ja. Wir machen auch Spaß immer gildet. Nicht. So. Ja, stimmt. Und also das läuft super. Die Sache mit dem Sport läuft auch super. Ich habe mir gerade ein Upgrade geholt mit... Er lacht schon darüber. Aber jetzt habe ich so ein Upgrade, wo ich auch noch auf mich auf so eine Massage liege, da zweimal in der Woche legen darf. Das finde ich doch sehr, sehr... Und die Kaffee-Flatrate habe ich jetzt auch. Jetzt gehe ich nur noch mit zum Finish. Genau, Hauptsache wird auch noch Sport gemacht. Oder Solarium kann ich mich auch legen, aber ich will auf die Rüttelplatte werde ich mich stellen. Wir waren unterwegs letzten Sonntag, das hatten wir euch erzählt, aber wir haben ja nicht gesagt, wo wir waren. Ne? Nee, wir haben noch nicht gesagt, wo wir waren und ja, das war jetzt auch nicht so sensationell, damit man das jetzt hier groß breittragen müsste. Eine Sache war natürlich schon interessant. Genau, und ja. Deswegen treten wir es jetzt nämlich doch breit, weil die ist wirklich interessant für alle Berliner und umzu, heißt das immer so schön, ne? Alles rund um Berlin. Also wer kommt aus Berlin? Bitte mal die Hand heben im Chat, wenn ihr euch traut. Müsst ihr aber nicht. Und ich habe nämlich ein Teammitglied dort in Berlin, beziehungsweise in Falkensee. Das ist 15 Kilometer vor Berlin, möchte ich sagen, Richtung Nauen ins Brandenburgische Rhein. Mhm.
Und warum lachst du? Ja, und wir fangen mal so an, wir waren da auf einer Kreativmesse. Also wir haben gedacht, da fahren wir mal hin, mal einmal gucken, Falkensee. Und zack, auf einmal sehen wir unsere Doreen. Doreen, du hast heute noch geguckt. Wie lange ist Doreen schon Demo bei uns? Was habe ich gesagt? 2009. Ja. Seit 2009. Also Mit auch Doreen haben wir auch 14. schon mindestens eine Reise gemacht. Ja. Auf dem Kreuzfahrtschiff, weiß ich, waren wir. Dann waren wir damals in Paris mit ihr zusammen, als Ja. wir da im Disneyland waren. Also Ja. Doreen kennen wir nun schon sehr, sehr Mit der lange. haben wir schon Glas Die Wein hat mich, getrunken. auch sofort erkannt. Ja, Da war ja komisch, da ist dich er, ja, ja. das ist auch nicht mit zu rechnen, dass man da auch so in der Messe, dass man auf einmal, wir haben uns jetzt auch eine Zeit lang nicht gesehen, dass man mich da sofort erkennt. Aber sie sagt, sie guckt uns auch ab und zu mal zu, wenn sie jetzt zuschaut. Liebe Grüße. Oder sie guckt es manchmal auch im Replay, weil sie auch, sie arbeitet natürlich und ist dann, hat sie manchmal nicht so viel Zeit zu gucken. Ich zeige euch mal ein Bild. Zwei Bilder habe ich für euch. Das erste ist nicht ganz so spektakulär. Also, das ist Doreen mit mir. Wir sind da vor ihrem Stand. Da hatte sie ganz toll an der Rückwand ihre Karten präsentiert. Sie sagte nur, sie hatte ein bisschen Schwierigkeiten, die zu zeigen. Weil das eine neue Location war und sie durfte da keine Nägel in die Wände machen und ihre herkömmlichen Stellwände gingen da irgendwie nicht. Okay. Das ist das eine. Aber das zweite Bild, da muss ich mal hier drücken, das ist für euch interessant. Schaut mal. Doreen hatte unter anderem, also die hat ihre Karten da gezeigt und Stampin' Up gezeigt. Sie hatte auch einen mini kleinen Workshop-Tisch, ich glaube für zwei, drei Leute. Den hat ihr Mann betreut. Und da hat sie. Das seht ihr da auf dem Foto, wenn ihr da mal genau hinguckt, hat sie ein Bastelprojekt angeboten und das ist ein Osterhasenkörbchen mit, also ich fand das total stark, diese grünen Ohren, beziehungsweise wenn ihr links guckt, es gibt es auch in rosa. Ich hatte auf ihrem Blog geschaut, da hat sie eine extra Seite zu diesem Osterhasenkörbchen. Es ist auch in Großaufnahme. Ich habe das eben auch mal den Link in den Blog gestellt zu ihrer Seite mit dem Osterhasenkorb. Das heißt also, wer ist jetzt noch Zeit genug für Ostern? Wer da vielleicht Lust hat, sagt dem Motto, oh, ich habe Lust auf einen Workshop, vielleicht meldet man sich mal bei ihr, vielleicht geht da was. Genau, das ist das eine. Entweder oder wer Interesse hat an dem Materialpaket, kann das auch bei ihr bestellen. Also und diese Bilder sind von ihr abgesegnet. Ich habe sie gefragt, Doreen, darf ich das Bild mit uns beiden zeigen? Darf ich das Bild von deinem Workshop-Tisch zeigen? Darf ich deine E-Mail-Adresse bzw. deine Blog-Adresse veröffentlichen? Hat sich natürlich, klar, sagt sie, aber ich trotzdem, ihr wisst, ich bin da immer vorsichtig, möchte keinem zu nahe treten oder so. Und deswegen Klar. habe ich auch von der ganzen anderen Messe keine weiteren Bilder mehr. War da nicht noch jemand, der mit dir aufs Foto wollte? Da war doch noch jemand, der dich gleich erkannt hat, Ja, ne? Wie das aber so da habe ist ich kein mittlerweile. schriftliches Einverständnis. Außerdem habe ich das Bild gar nicht gemacht. Das hat sie. Da saß eine Teilnehmerin an diesem Workshop-Tisch. Ich habe den, hat sie, weiß nicht, ob sie mir ihren Namen gesagt hat. Regina, ich kann es jetzt gar nicht sagen. Und sie guckte mich an, sie hat da gebastelt, dann stehe ich da halt mit Doreen, dann guckt sie und guckt sie, ich sage, na, du guckst so, als ob du mich kennst. Und sie kannte mich, hat sofort ihr Handy gezückt, hat sofort YouTube aufgemacht und bumm, hat mir gleich das Thumbnail von unserem Kanal vorgehalten. Also das fand ich jetzt auch mal richtig cool. Und ich weiß nicht, ob sie jetzt live zuguckt. Also Regina, wie gesagt, ich weiß nicht, ob das dein Name war. Kann ich, also, ne? Du hast was Schönes vorbereitet. Ich Wir habe sind richtig. sind eben waren wir 300 Oh Zuschauer. Gott, oh Gott, oh Gott. Also die Wieso, dürfen wir jetzt haben noch nicht mal alle, angefangen? dürfen jetzt aber nicht noch unnötig auf die Folter spannen. Wir Doch. können auch na, Ja. ja. Ja, nee, nee. Red mal weiter. Ich habe hier noch mal das Kärtchen von Doreen. Das werde ich auch nachher noch mal zeigen gegen Ende. Und die Blogadresse wird Joachim ein, zwei Mal zwischendurch immer noch mal reinblenden. Wer also aus Berlin, Brandenburg, wo auch immer da aus der Ecke kommt, Doreen gibt Workshops und sie bietet Materialpakete an. So. Das war das. Dann habe ich beim Aufräumen, ihr wisst, ach ja, ihr wisst ja, ich bin ja am Aufräumen, das war ja das Nächste. Ich habe tatsächlich noch die Schachtel gefunden vom letzten Jahr. Da hatte ich mir nämlich ein Exemplar aufgehoben, was ich euch im Video gezeigt habe. Osterhase, Osterhasenstanzer und ein ganz einfaches Schächtelchen war das. Und ich habe dann ja auch gesagt, das würde ich tatsächlich, es ist schon total ausgeblichen hier, ich würde es tatsächlich genauso nochmal basteln, nur mit neuem Papier halt. Ne? Also von daher guckt euch das gerne an und bastelt das Schächtelchen nach und das ist auch total süß. So, das ist das. Und dann geht es jetzt gleich rund mit Basteln. Ich habe drei tolle Projekte für euch vorbereitet und ich bin wirklich gespannt, was ihr dazu sagt, weil. Ich glaube, das haben sich noch nicht viele näher angeguckt im Katalog. Ich sag mal so, Trailer ab und Zuschauerkarten haben wir natürlich auch noch für euch. Die kommen dann ein bisschen später. Bis gleich.
Ich habe irrtümlich gedacht, das wäre auch online, exklusiv online, und habe da Vorbestellen reingeschrieben. Das kann man ja jetzt schon bestellen. Mhm. Manch einer hat es ja vielleicht auch schon, ja, und freut sich ja jetzt umso mehr, dass er da jetzt nochmal diese drei Ideen da mit dir nachbasteln kann quasi. Also nicht vorbestellen, sondern bestellen. Genau, könnt ihr gleich bestellen. Also wirklich, Bianca schreibt schon O1 ihrer Lieblingssets. Also wirklich, ich will jetzt nicht andauernd nur noch abfragen, aber tatsächlich, das würde mich jetzt auch mal interessieren. Wer hat es schon? Oder wer sagt, das ist mir überhaupt nicht aufgefallen. Und eine Berlinerin haben wir eben schon gesehen, die Sava May. So, also wenn es danach geht, nach diesen Katalogabbildungen, sage ich euch ganz ehrlich, weiß ich nicht. Das ist, also das hier, das spricht mich sowas von überhaupt nicht an. Sage ich, bin ich wirklich ehrlich, weil das ist hier in meinem Katalog so muschelig, dass man überhaupt keine Lust kriegt, das sich näher anzugucken. Das hat mich hier so ein bisschen überzeugt. Da habe ich gedacht, oh, das sieht spannend aus. Und die Karte fand ich hübsch. Und da hatte ich es mir bestellt. Es lag im Schrank. Und ich bin ja, das ist ja auch einer meiner Vorsätze, fast alle meine gekauften Artikel endlich mal zu benutzen. Und darum kriegt ihr heute was zu sehen mit dem Produktpaket am Blumenstand. Ich habe hier alles vorbereitet für euch. Werde ich euch gleich erklären. Und eine Karte, ist euch vielleicht auch nicht aufgefallen, diese hier aus der Celebration-Broschüre, die bastel ich auch nachher mit euch. Die ist tatsächlich auch, da ist der Wagen aus diesem Produktpaket verwendet worden. So, wir müssen mal ganz kurz erstmal ins Eingemachte gehen. Es gibt kein... Ich rutsche mal weg von euch. Es gibt kein Designerpapier, es gibt ein Stempelset und es gibt passende Stanzformen. Und die sind ein bisschen erklärungsbedürftig. Ihr habt Stempelmotive, die auch noch ineinander gestempelt werden. Also dieses wird hier reingestempelt und ergibt dieses Motiv, das man wiederum dann ausstanzen kann. Dann habt ihr diese Blumentöpfe stempeln und ausstanzen. Genau diesen kleinen einzelnen Blumentopf stempeln, ausstanzen und dann diese Blumen da reinsetzen. Erkläre ich euch aber, wie das gemacht wird. Ihr habt diesen Baldachin für den Wagen. Ihr habt den Blumenwagen als Stempelmotiv. Ihr habt die Räder als Stempelmotiv und dann zum Ausstanzen. Und ihr habt diesen Aufsteller als Stempelmotiv. Weiter habt ihr Stanzteile, die man einfach nur ausstanzen kann. Einmal diesen Baldachin. Und diese drei Elemente, die sind extra, die passen dann da genau rauf. Ihr habt den Wagen und diese Kante von dem Wagen und ihr habt die Girlande und die Räder und noch eine Milchkanne zum Dekorieren. Und natürlich habt ihr deutsche Sprüche, zum Beispiel zum Muttertag, wünscht dir einen tollen Tag, zum Geburtstag, bunte Blumen, Gesundheit und Glück. Mit dir blühe ich auf, schöne Grüße und die schönen Grüße passen in den Aufsteller. So. Und jetzt bin ich wirklich mal gespannt, was ihr dazu sagt. Schreibt es mir gerne rein. Ja, und ich will noch eins dazu sagen. Genau. Irene hat sich riesig Mühe gegeben, hat einen Chart zusammengestellt, hat gebastelt, um euch das hier mal näher zu bringen. Und die Frage ist jetzt eigentlich natürlich, oder beziehungsweise so, nicht jeder kauft sich, dass nicht jedem gefällt es. Aber wir haben das schon mal gesagt, das ist immer so ein Killer, wenn man hier so sitzt und das brauche ich nicht, das ist nicht meins, das gefällt mir nicht. Ja, aber vielen anderen gefällt es und viele andere wollen was sehen. Und für uns ist das nicht besonders motivierend, wenn man da gleich hier liest, oh nee, das gefällt mir nicht, das mag ich nicht. Und deshalb schöne Grüße an die Teilnehmerin Stempelstein. Die habe ich jetzt erstmal gleich entfernt, weil das möchte ich nicht lesen. Und das hat mit Meinungsfreiheit nichts zu tun. Man kann das ja für sich behalten, aber das hier so rausposten, rausposaunen, das mögen wir einfach. Das haben wir auch schon mehrfach gesagt. Das hat auch nichts mit, ihr lasst doch keine Meinungsfreiheit zu. Nein, es geht darum, hier ist eine Menge Arbeit geleistet worden. Mhm. Viele Stunden. Ich habe einen Film gemacht, Irene hat gebastelt und dann das einfach so wegzupusten. Ich dachte, brauche ich nicht, finde ich doof, gefällt mir nicht. Ja, das mögen wir nicht. Und dann unser Wohnzimmer, dann raus. Ja, und ich muss ehrlich sagen, es kränkt mich. Also es ist wirklich so, es macht mich richtig, das kränkt mich persönlich, weil ich da wirklich viel Arbeit reingesteckt habe. Und dann denke ich immer, okay, dann ist ja meine Arbeit gar nichts wert. So, ne? Mhm. Und das finde ich so schade. Und das, ja. Deswegen. Man kann doch zugucken, den einen oder anderen Tipp kann man doch vielleicht mitnehmen oder Trick oder hinterher kann man wirklich sagen, nee, das ist gut, dass ich es wirklich nicht habe. Ich konnte so viel basteln, wie sie wollte. Es wurde nicht besser, das ist auch eine Frage, aber... Bei dieser Bastelei, man kann doch immer noch was oder fast immer noch was dazulernen. Ja, oder ne?
Muss man eigentlich immer alles sagen im Leben? Ja, ist so. Ne? So, und jetzt machen wir mal weiter. Wir fangen jetzt einfach mal an mit der ersten Karte. Hier habe ich verwendet das Designerpapier aus der Celebration, die goldigen Muster. Der Bogen war jetzt alle bei mir tatsächlich. Ich musste jetzt für eure Karte hier heute auf diesen hier umswitchen. Aber ist ja im Prinzip egal. Ich wollte es einfach rot haben, weil ich gerne halt diesen... wie heißt das jetzt hier? Diese Markise nicht. Wie heißt denn das jetzt? Wie habe ich denn das genannt hier vorhin? Leute, wie habe ich das genannt? Ich kriege hier schon Wortfindungsstörung. Diesen Baldachin habe ich das genannt. So, den wollte ich gerne in Rot-Weiß gestalten. Und darum halt auch rot-weißes Papier. Da drauf kommt ein Element aus den strahlenden Stickelementen. Die gibt es ja, die gab es ja nur online exklusiv, gibt es also immer noch. Solange der Vorrat reicht, keine Ahnung, wie lange es die geben wird. Ich finde sie ganz gut, weil sie einfach gut geeignet sind, um dass man ein Motiv unterbringen kann auf einer Karte. So, das hat man so einen Ankerpunkt, ne? Wo man. Also, da könntet ihr jetzt natürlich auch, das finde ich nämlich immer ganz spannend, und das ist vielleicht das Learning auch für euch an dieser Karte, wenn ihr sowas habt, ne, da könnt ihr jetzt alles draufsetzen, da könntet ihr Dinos draufsetzen, Rhinozerosse, ihr könnt Osterhasen draufsetzen, ihr könnt es quer nehmen, ganz egal was, ne? Und ich habe mich halt dafür entschieden, diesen Wagen hier zu verwenden. Und ich habe ein bisschen vorbereitet, damit wir heute nicht in epischer Breite stundenlang hier rummachen. Ich habe gestempelt, einmal den Baldachin. Rot-Weiß ist, also das ist jetzt auch kein Hexenwerk bei. Ich habe gestempelt den Wagen. Eine Frage war, vielleicht haben wir nachher die Karte nochmal hier mit dem Bollerwagen, den wir neulich gebastelt haben. Ja, ne? Ob der Baldachin eventuell auch zum Bollerwagen passt. Das ist eine super gute Frage. Und die eine Frage haben wir jetzt auch schon vermutet. Ja. Da ist er. Mhm. Und ich gucke gleich mal. Ich habe ja hier, ich muss jetzt ja eh stanzen. So, also wenn ihr, gucken wir gleich, wenn ihr den Baldachin jetzt ausstanzen wollt, dann hier an diesen Stanzformen sieht man es jetzt ganz gut. Wir haben einmal eine große Stanzform für den Baldachin. Und dann gibt es noch eine Stanzform, das ist diese hier. Die wäre dafür da, wenn ihr den Baldachin aus Karton ausstanzen wollt, dann nehmt ihr diese Stanzform und wir haben parallel diese drei Elemente, das habe ich hier so gleich verwendet, die könnt ihr dann in jeder anderen Farbe ausstanzen und dann werden die einfach nur draufgeklebt. Und da ist auch so ein bisschen, das ist so ein bisschen erhaben. Das kriegt man also wirklich gut hin damit, muss ich ja sagen. Haben sie gut gemacht. So, also wir nehmen den Baldachin, richten uns alles aus. So. Hatten wir das denn jetzt geklärt eben, die Frage, die ich aufgeworfen habe? Ich habe keine Frage gehört. Ach, mit dem Bollerwagen. Mit dem Bollerwagen. Ja, ich werde ihn gleich ausstanzen. Ich habe ja hier den Bollerwagen, den Original-Bollerwagen in diesem Chart. Ja. Und dann können wir mal gucken, ob man das da drauf setzen alles klar. Kann. Ich habe aber auch eine andere tolle Idee hier zu diesem Wagen noch. Da kommen wir dann nochmal zu. Und dann wird es vielleicht auch interessant für die Leute, denen das eigentlich nicht gefällt. So, dieses Element ist das hier. Das hier mit diesem Ständer. Also wenn ich das gleich zusammenklebe, wird auch ein Schuh drauf raus, dann könnt ihr euch das besser vorstellen. Das ist ein Stempel, habe ich schon gestempelt in Espresso. Ihr könnt die Räder und Reifen natürlich stempeln, so wie ihr wollt. Oder schwarz. Also für mich ist so ein Rad irgendwie dunkelbraun. So, dann haben wir dabei noch diese Kiste. Das ist der... Das ist das hier. Wo ist meine Stanzform? Nachher geht es ein bisschen schneller. Also ihr braucht nicht denken, dass ich jetzt hier für jede Karte 3 Stunden brauche. Das kann man einfach so hier sich ausrichten.
Ob wir das innen drin machen, werde ich sehen. Dann habe ich vorbereitet die Blumen. Die stanzen wir auch aus. Und ich zeige euch dann auch gleich noch mal ganz kurz, wie die gestempelt werden. Dadurch, das finde ich ja immer ganz schön, die sind so multifunktional. Also das heißt, ihr könnt euch die Blumen in jeder Farbe stempeln, wie ihr sie braucht. Passend zum Designerpapier, was ihr verwendet habt. Ne? Wenn ihr jetzt blaue Blumen haben wollt, dann stempelt ihr die halt in blau. Ja, Lilike meint, mit dem Set hat sie noch nicht so viel gesehen. Das stimmt. Ich habe ja auch mal, gucke ja auch oft bei YouTube und dieses Set am Blumenstand habe ich noch nicht gesehen. Jetzt in letzter Zeit wird ein bisschen vermehrt für Ostern gebastelt. Ja. Habe ich schon gesehen. Oder die Sets werden vorgestellt, die wir dann praktisch exklusiv online ab 5. März haben. Ja, aber am Blumenstand, ja, am Anfang schrieb auch welche, ja, ist mir gar nicht so aufgefallen, habe ich wohl überblättert. Oder hat vielleicht auch nicht so, noch nicht so überzeugt, wenn man noch nichts dazu gesehen hat. Ja. Das ist auch immer so die Sache. Ne? Man muss mal was sehen. Eine knallige, eine gute Idee. Oder hier bei dir kommen die Farben ganz anders raus. Irgendjemand schrieb rot-weiß, erinnert mich an Dänemark. Mhm. Ja, das sieht doch hier auch gleich ganz knalliger aus. Im Katalog haben wir eben selbst gesehen. Bisschen sehr muschelig. Das haben wir ja schon ein paar Mal festgestellt, dass die Farben im Katalog ein bisschen... Mich. Ja, aber wenn nie einer was zeigt, ja, dann wird es ja auch nicht, wie soll ich sagen? Ich zeig nochmal den Trailer in der Zeit. Mach mal. Das ist eine schöne Bastelei, finde ich, diese Geschichte hier. Ja, irgendjemand schrieb auch Südfrankreich, Marie schrieb, ja, auch Südfrankreich, ja, die Farben erinnern an Dänemark und die Musik so ein bisschen Frankreich, ja, ich wusste nicht, welche Musik ich nehmen sollte. Ja, so, wir können schon mal anfangen, ein bisschen das zusammenzusetzen. Wenn ihr euch das hier anguckt, das ist ein Rad und das ist dieser sogenannte Blumenwagen und das ist so angelegt, dass das Rad so da dran passt. Ne, dann hat man das eine Rad im Vordergrund und das zweite hat man dann im, das sieht dann aus, als wenn es im Hintergrund ist. Ne? Mhm. Und das kann man einfach ganz gut. Da wäre ich jetzt auch erstmal noch nicht drauf ich gekommen. Auch nicht, ich habe auch echt getüftelt. Ja, ich hätte, weiß ich, hätte man es abgeschnitten oder wie macht man das? Also, ja. Ja, so eine optische Täuschung. Ja. Ne? Der kriegt einen schönen 3D-Effekt dadurch. Ja. Ich setze das mal einfach hier so rauf. So wie ich muss doch mal eben gucken, was die Umfrage macht. 250 Zuschauer fast, also 249 haben abgestimmt. 5% fahren mit nach Rotterdam. Mhm. So, jetzt setzt ihr das eine, das kommt nach vorne und das andere Rad sitzt hier auf dieser Kiste so ein bisschen drauf. So, auf dem Weißen von der Kiste. Und die Kiste sollte auch noch so ein bisschen gerade sein. Ne? Guck mal, jetzt sieht es schon aus, als wenn das eine Rad dahinter ist. Mhm. Den brauchen wir auch noch. Das ist so ein, wie nennt man das, wie so ein Stopper. Ne? Das ist ja nicht, der hat ja vorne jetzt kein Rad, dieser Wagen. Ja. Wie, auch wie so eine Art Deichsel oder wie... Ja, jetzt weiß ich gar nicht, wie das heißt. Das, beim normalen Anhänger heißt es Stützrad irgendwie. Ja? Das ist ja nicht auf die. Okay. Aber die müssen nicht zwingend ein Stützrad haben, Anhänger. Manche liegen dann auch auf der Deichsel, ne? So kommt das drauf. Das kommt eigentlich nach dahinter. So. Und das kommt nach vorne. Dann ist es drauf. Und ich wollte noch mal ganz kurz gucken, ob es auf den Bollerwagen passt. So wie, finde ich persönlich von der Optik her zu klein. Ja. Ne? Ist so. Hätten wir das auch gleich geklärt. Also das ist, wenn man das einmal gemacht hat, ist es alles... Ah, warte noch, du holst es gleich nochmal her. Mir fällt ja spontan eine Idee ein, weil du ja manchmal auch diese, wie heißt es, diese
Knallbonbons verlängerst du ja auch manchmal. Ja. Wenn man es zweimal stanzt und dann in der Mitte, das würde ich gerne nochmal. Aber das basteln wir erstmal. Ja. Man muss ja auf meine wirren Ideen nicht immer eingehen. So, schaut mal. Ja. Ne, der ist dahinter und der ist davor. Der sitzt da so drauf. Dann habt ihr den Baldachin schon fertig. Also und meine Idee war jetzt praktisch, guck mal, man würde es angenommen, man würde es dort irgendwie da genau durchtrennen und nochmal ein Teil ausstanzen und dann verlängern praktisch. Ja, das auf jeden Fall. Das würde doch passen. Jetzt weiß ich nicht, ob es von der Breite geht es dann, ob das aber denn von den Proportionen stimmt. Da haben wir da ein bisschen, naja. Können die Leute ja mal ausprobieren, ja, wenn sie es denn haben. Mit dabei ist diese kleine Fähnchenkette. Wie heißt das denn? Fahnengirlande? Hm. So, die kommt hier einfach oben drauf. Könnt ihr in jeder Farbe machen, wie ihr das leiden mögt. Ihr könnt es auch weglassen. Ne? Und ich habe gedacht, so hier mal so eine Sonne, die ist ja aus dem, das war ja auch umstritten, das Stempelset. Das ganze Set hier. Die Sonne war umstritten? Platz an der Sonne, ja. Da sind die Blumen total süß und so. Ne? Also das ist auch, da sind so niedliche Stanzformen mit unsere dabei. Unsere Wendlandsonne ist dabei. Genau. Ja. Ich habe gedacht, guck mal, die würde doch da gut da oben in die Ecke passen. An so einem sonnigen Tag, wenn man irgendwo ist und ein paar Blümchen kaufen möchte an so einem Stand. Mhm. So, dann kriegt die noch ein Innenleben. Und da habe ich gedacht, da könnte man doch eigentlich... Das ist so ein Smiley. Du machst ja jetzt einen Smiley, weil wo kommt der denn her? Ja, pass auf, der ist auch, das ist das nämlich immer, man muss einfach mal gucken, was man alles so hat. So süß. Hier dieses Bienenset, da haben wir ja kleine Gesichter drin. Und da kann man dann ganz einfach sich hier so ein kleines, freundliches Lächeln auf die Sonne stempeln. Könnte man auch mit der Hand malen. Aber da ist manchmal die Gefahr, dass es dann doch irgendwie so handgekrackelt aussieht. Okay, den setzen wir hier mal drauf. Und eigentlich hatte ich ja auch noch so einen Blumentopf hier, ne? Oder wo ist der abgeblieben? Ich dachte, ich hätte hier für ihn hier. Hatte zu spät ausgestanzt, oder? Ja, war ich, weiß ich jetzt auch schon gar nicht mehr hier. Ich dachte, doch, hier ist die Form. Nee, anscheinend habe ich es nicht. Ich werde den mal eben ganz zackig ausschneiden. Ihr habt eine Stanzform dabei, aber für mich jetzt hier auf die Schnelle vor 300 Zuschauern am Sonntagabend, ja, mache ich das jetzt einfach mal so. Ihr könnt den entweder da so oder ihr macht den ein bisschen kleiner, dass es aussieht, als wenn er... Da ist auch noch ein zweiter, sehe ich, ne? Ja. So. Als wenn der da drin steht, ne? Also durch diese Verkürzung sieht es jetzt aus, optisch, als wenn der da im Wagen steht. Also. Und auch wenn ihr sagt, das gefällt euch nicht, aber vielleicht habt ihr jemand, dem ihr das schenken könnt, und die sagt, wow, das ist genau die Karte, wie ich sie immer gewünscht habe. Ja, vielleicht auch so ein Motiv, wenn man so auf den Frühlingsmarkt geht, Ostermarkt oder so, das ist ein schönes Motiv. Ja, so, das kommt so dahin. Und einfach mal so anlasslos, nicht für einen Geburtstag, sondern für Sommer, Frühsommer, paar Blumen für dich, kann man sich so hinstellen. Also, ja. Also wir beide mögen es, ne? Ja. Uns gefällt es gut. Ich stempel mir jetzt eben noch schnell ein. So, der Simon, der hat sich nämlich das Blumenstandset direkt geholt. Ach, guck mal an. Und da muss ich ja sagen, Simon macht ja immer sehr schöne Projekte. Ja, guck mal. Also da, ich muss ihn nochmal loben. Er bastelt ja nicht nur sehr schön, er fotografiert das ja auch sehr schön. Und deshalb, jetzt verrate ich mal ein Geheimnis, deshalb sind ganz oft die Bilder, die Simon schickt, am Anfang der Zuschauerkarten. Weil das einfach immer schön ist, wenn man mit so richtig tollen Sachen anfängt. Also so richtig guten, richtig, richtig, richtig gut. Die anderen sind natürlich auch gut, aber weil das catcht die Zuschauer, wenn man denkt, oh, das ist ja toll, dann guckt man noch viel aufmerksamer zu. So, jetzt wo ist mein Blumenpott geblieben? Es ist, oh Mann,
Wir können die Zuschauerkarten ja mal zeigen, wenn du was suchen musst in der Zeit. Lass mich mal bitte die Karte eben fertig machen. Dann zeigen wir das danach. Damit ich mal eins hier zum Abschluss bringe. Das finde ich jetzt ja auch interessant. Ja, und Holly Schatz, sie schreibt ein schönes Set. Sie wird es nach ihrem Urlaub benutzen. Hatte die letzten Wochen keinen Dreh. Aber es kann nur wieder aufwärts gehen. Und da sind vier Palmen dahinter offenbar. Entweder sie verreist oder das ist ein Urlaubssymbol. Aber sie hatte sich nämlich anscheinend schon gekauft. Ja. Und das finde ich jetzt nämlich auch spannend. Das ist doch tatsächlich auch schon Zuschauerinnen und Zuschauer. Kürbisse im Herbst, sehe ich hier gerade. Kürbisse im Herbst würden auch gut auf dem Wagen aussehen. Ja, das ist natürlich. Am Anfang hieß es Eiswagen. Als Eiswagen sieht er natürlich auch mega aus. Oder würde er auch super aussehen, der Bollerwagen? Die Karre hier meinst ja, du? Ja, genau, die Karre. Der Verkaufsstand. Ich zeige euch gleich noch eine andere Idee, die ich eigentlich im Sinne hatte. Und Simon sagt, sein Mann schimpft immer, er solle doch mal einen schönen Hintergrund aufbauen. Ja, ich finde das manchmal oder ganz oft sehr schön, wenn man so ein bisschen auch die Atmosphäre von der Bastelei, vom Basteltisch, von dem Raum so ein bisschen mit aufnimmt. Ja. Ne? Manche fotografieren das vor so einem cleanen Hintergrund, das ist auch in Ordnung, da kommt das Projekt natürlich besonders zur Geltung, aber wenn man so noch mal einen Stift sieht oder noch so einen Papierschneider oder noch ein bisschen Papier im Hintergrund, dann wirkt das auch sehr schön, finde ich. Dann nimmt man demjenigen auch ab, dass er das gebastelt hat und gerade fertig geworden ist. Ich dachte, okay, bin ich fertig geworden, jetzt mache ich schnell noch ein Foto und schicke das an Irene und Joe. So, da kommt das Blümchen drüber. Wir belassen das hier bald. Das, wie das gestempelt wird, zeige ich euch gleich noch. Und hier innen drin hatte ich noch dekoriert. Das sieht auch gut aus. Das habe ich gar nicht gesehen, habe ich gar nicht aufgeklappt. Macht nichts. Oh. Das könnt ihr machen, müsst ihr aber nicht. Ne? Das ist dann nochmal, um es zu komplettieren. Ich lasse das jetzt erstmal, weil dauert mir zu lange hier für euch. Ich will euch ja auch nicht überstrapazieren. Und bevor wir jetzt, ich mache den Tisch sauber, ich denke, wir zeigen jetzt erst einmal die Zuschauerkarten. Ja, ne? Gute Idee. Dann sehen wir uns gleich wieder. Ich habe gerade auf den Chat geguckt, einmal ganz kurz. Zweites Projekt. Eben kam nochmal die Frage, Joachim sagt, ihr habt gesagt, ich habe das nicht rangehalten. Also, das ist der Original-Bollerwagen gestanzt. Hier ist der Bollerwagen gestempelt. Das ist identisch. Das ist die Markise. So. So, jetzt schiebt ihr mal einen Tick nach links. Ja. So. Und wenn man jetzt... Na, würde gehen, ne? Wenn man sie so verdoppelt, sage ich jetzt mal so. Kann man machen. Das könnte man hinkriegen, ne? Natürlich. Also so geht's nicht. Das sieht ja verloren aus, aber ja. Und das für Tüftler bestimmt hinzukriegen. Auf jeden Fall. Ne? Mach das mal. Also das finde ich gut. Und
Wir machen weiter mit Karte Nummer. So, Peter Lustig, jetzt haben wir deine Frage, aber hier hoffentlich, meinst du, Irene kann die Stanze vom Ball hier nochmal an den Bollerwagen halten? Das haben wir jetzt hoffentlich ausreichend gemacht, genau. Peter. Ne? Andere Bollerwagen waren ja nun nicht, oder? Habe ich jetzt noch einen Bollerwagen übersehen? Also ich kann das auch noch mal ganz kurz messen. Also, der Bollerwagen ist ja egal, ob er gestanzt oder gestempelt ist. Die sind identisch, weil das ist dieselbe Stanzform. Der Bollerwagen hat eine Länge von 7,7 cm. Und der Baldachin hier hat eine Länge von 5,5 cm. Also, ich glaube, das ist dann geklärt, ne? Super. Okay, wir machen weiter mit dieser Karte. Die besteht jetzt fast nur aus Stanzteilen. Und ich habe hier Designerpapier Signalfarben verwendet. Das geht ja jetzt bald raus. Also wer gerne diese Musterung noch haben möchte, sollte sich das sichern. Genau wie ja auch die InColor Designerpapiere rausgehen. Also diese Mischung. Ne? Mhm. 14,3. Na, da hatten wir doch auch einen kleinen Beitrag im Newsletter heute. Ja. Mit den Farben. Da hatten wir auch drüber gesprochen. Und wir beide erstmal so vorab. Ja. Das ist ja im Prinzip, nennen wir die mal Farbzwilling. Also bei ja. Papageiengrün und Limette. Ja, das ist so ähnlich. Wir haben das halt gegeneinander gehalten. Ja. Und was hatten wir noch für Farben? Azurblau und Karibikblau. Ja, und das eine war, glaube ich, ein Rotton. Ne? Ja. Dass man da im Grunde genommen gar keine Bauchschmerzen kriegen muss. Mhm. Nach dem Motto, ne? Also nach dem Motto, huch, die Farben gehen raus und was nehme ich nun? Wir haben ja schon ähnliche Farben im Sortiment. Mhm. Und deshalb kann man das, glaube ich, erstmal ganz entspannt sehen. Ne? Und bei den Blautönen kann man, glaube ich, sowieso, da haben wir genug Blautöne. Ne? Also sonst habe ich auch immer eine Riesenwelle gemacht mit, oh, sichert euch noch die ja. InColor und die Nachfülltinten und diesmal bin ich da. Es ist natürlich so, wer natürlich eine ausgesprochene Lieblingsfarbe hat und sagt, ohne Limette, also das, Limette geht, ne? Limette bleibt. Ohne Papageiengrün kann ich nicht mehr weiterleben irgendwie, ja, oder weiter basteln vielmehr. Ja, dann gilt das natürlich. Ne? Dann müsste ja. man sich natürlich das entsprechend hinlegen, mhm. aber man muss natürlich auch bedenken, dass in späteren Produkten natürlich dann die neuen Farben enthalten sind, insbesondere in den natürlich in den Papieren. Ne? Ja. Ja. So, gibt es denn den Bollerwagen auch in Deutsch? Den gibt es nicht in Deutsch. Deswegen hatte ich die Sprüche gar nicht mit drauf gemacht. Den Bollerwagen. Das sind die poetischen Momente, auch wunderbar geeignet, also die Stanzform zu den poetischen Momenten, wunderbar geeignet, um ein Projekt, also um ein Motiv in Szene zu setzen, einfach hier so übereinander geklebt, dann habt ihr schon mal eine schöne Grundlage für was auch immer. Ne? Es muss ja jetzt nicht dieser Blumenwagen sein. So, den gucken wir uns jetzt mal hier ein bisschen genauer an. Diesmal habe ich dieses Stanzteil verwendet. Und das sieht zwar aus, als wenn es ein Stanzteil ist, es stanzt aber zwei Stückchen aus. Hier sind in der Mitte, also hier sind jeweils Schnittkanten. Und das brauchen wir jetzt gar nicht. Das würde dann beim quasi so dahinter kommen, wenn man es dreidimensional haben möchte. Ich glaube, bei der dritten Karte habe ich das gemacht. Wir nehmen jetzt erstmal nur diese Umrandung. Und setzen uns die mit 3D-Pads drauf. So, und ich habe jetzt hier zwischenzeitlich schon mal das Bollerwagen-Video nochmal rausgesucht, falls das jemand noch anschauen möchte. Da haben wir mit gebastelt. Habe ich eigentlich einen Trailer auch dazu gemacht. Filled with Fun heißt das. Ja, ich genau. habe gesagt, das heißt Filled with Love. Ich nenne das mal Bollerwagen-Video. Genau. So, den setzen wir uns jetzt hier einfach mal drauf. Ja, und mal. Dann habe ich mit den Stanzformen, ich zeige es euch hier nochmal, hier, also das ist hier der Blumenkasten, das sind die Räder und ihr seht, dieses Element hat hier so einen Haken dran. Das ist das vordere Rad und das ist die Deichsel und das ist das Rad dahinter. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich da nicht zu dicht dran war. Und zwar das befestigt ihr euch so, dass es etwas über der Falzlinie ist. So, dann liegt die Deichsel
an diesem seitlichen Element drauf, also dran, nicht drauf. Und dann kann man das fertig dekorieren. So. Ich sollte vielleicht auch noch meine Blumen da erstmal reinmachen, ne? Blumen wollte ich euch zeigen, wie die gestaltet werden. Jetzt habe ich gar keine Wassermelone hier. Irgendwas fehlt auch immer. Ich glaube, wir müssen das Bastelzimmer doch noch hier oben hochverlegen, glaube ich. Ich glaube auch. Aber das macht nichts. Wir können auch das nehmen. Das ist auch purer Luxus, hier zwei Räume bereit zu halten. Okay. Also wirklich. Ich zeige es euch mal. Und zwar, ich habe für mich rausgefunden, es geht am einfachsten, wenn ich erst das Grüne stempel. So, da sieht man das ganz gut, dass da jetzt so freie Flächen sind. Und da setze ich dann die... Das sieht aus wie nicht sauber gestempelt. Pass auf. Der Abdruck funktioniert nicht. Doch. Und jetzt guckst du genau von oben drüber. Ja? Und ich orientiere mich hier an diesen beiden hellen Flecken und diesen beiden hier. Ja. Wäre das nicht ein Fall für Stamparatos? Ja, klar. Ja, ne? Da würde man das doch bestimmt ganz exakt hinkriegen, ne? Auf jeden Fall. Aber wir haben ja keine. Jetzt muss man sich auf Stam Irene verlassen. Zack. Bin ich gespannt. So. Wow. Ne? Ja, mega. Wenn es Mini-Mü ist. Ja, das sieht man nicht. Ist nicht schlimm, sieht man, ne? Sieht man nicht. Oder würde man nicht sehen. Genau. Meinst du, man hätte einen Tick nach links rüber gemusst? Ja, ganz bisschen. Sieht man jetzt hier vor, unten sieht man so ein bisschen, Ich hätte so ein bisschen in sich drehen müssen. Aber das ist okay. Könnte ich mitleben. Aber ich habe ja hier auch schon einen vorbereitet. Dann nehmen wir jetzt mal den. Den setzen wir hier einfach oben auf die Kiste drauf. Also man kann das hier als Kiste nehmen oder als Wagen. Mhm. Ihr seht, da ist wirklich ganz schön, also das ist ein schöner Bastelspaß, wie ich das hier immer so zu nennen pflege. Na, hier hat man ein bisschen was zu tun. Das ist nicht so schnell fertig. Nicht einfach nur Stempelmotiv rauf, zack, zack. Ja, und es gibt ja so auch Romantiker, die solche Wagen mögen, solche Schubkarren, nenne ich das jetzt mal, da oder Verkaufsstände. Also das hat ja alles seinen Markt, sage ich jetzt mal so. Also, ja, etliche schrieben ja auch, oh, das habe ich freue mich, dass ich was sehen kann. Für den einen oder anderen wurde es jetzt interessant. Und dann haben wir doch alles richtig gemacht. Und ich muss ganz... Außerdem muss man sowieso mal alles so ein bisschen vorstellen, was da im Mini-Katalog ist. Naja, ich sag ja, selbst wenn man dann entscheidet, dass man es nicht braucht, ist ja auch... Das ist ja auch schon auch mal eine Erkenntnis, ne? Und ich wollte sagen, ich möchte mal diejenige oder denjenigen sehen, wenn die auf dem Markt sind und da ist so ein Blumenstand mit so einem Wagen und so einem Baldachin, wer da nicht stehen bleibt. Das ist doch einfach cool. Also ich würde da sofort Blumen kaufen. Wenn die dann auch noch farblich abgestimmt sind hier zum... Ja, und am besten noch zu deinem Outfit passen, ne? Zu meinem Outfit. Zu deinem Outfit auch noch, ne? Am besten auch, ich habe ein pinkes Oberteil. Ja. Jetzt ein paar schöne passende Blumen. Ja, das wäre doch was. Ja. So, guck mal, das erste Rad. Mhm. Das zweite kleben wir dahinter. Ich habe jetzt ein bisschen Schmierfinger hier. Mhm. Ein bisschen schmierig. Ihr macht das ein bisschen sorgfältiger hier mit der kleinen Tülle. So... Das setzen wir dahinter. Dann sieht das auch schon gleich dreidimensional aus. Und das hier ist praktisch auch nochmal wie bei der Schubkarre. Das kennt ihr. Wenn man eine Schubkarre hat, dann hat man doch auch diese, ja, wo man es abstellen kann. Wie nennt man das? Wie bitte? Du hältst jetzt hier Vorträge über Schubkarren? Naja, wenn man eine Schubkarre hat. Ja. Ja, ne? Wie hat, da hat man doch auch so ein Abstützding, ja, dahinter. Oh ja, gut, wie heißen die jetzt? Stützen? Stützen. Also das Rad und dann dahinter, ich weiß, was du meinst. Ja. Aber heißt mir das nicht Stützen? Ich halte keine Vorträge über Schubkarren. Nee, dachte jetzt, dass das so. Guck mal, so einfach. Apropos, ich brauche eine neue Schubkarre demnächst mal. Ich habe gar nichts reingestempelt. Ich habe jetzt, so einfach geht das. Also das ist wirklich faszinierend. Und dann nehmen wir die neuen Schmucksteine online exklusiv für euch ab dem 5. März bestellbar. Mhm. Also bis 4. geht ja der Vorverkauf für uns Demos. Das heißt ja dann eigentlich auf Deutsch... Ja, vorhin hieß es, dass irgendjemand schrieb, das Kaffeeset ist schon wieder
Nicht bestellbar. Ja, war vorhin schon nicht bestellbar. Das wundert mich nämlich nicht. Also, ja, ich habe auch im Newsletter geschrieben, also, weil du ja gesagt hast, das wird deiner Meinung nach auch auch ein Renner. Und das glaube ich ganz bestimmt. Das ist auch immer schon so ein Indiz, wenn viele Demos, die sich das ja im Vorverkauf zulegen können, das kaufen, dann haben sie den Geschmack getroffen. Dann wird das was. Ne? Ja. Und ja, deshalb hoffen wir mal, dass das alles wieder rechtzeitig rankommt. Viele haben das auch schon bei dir vorbestellt. Ja, in der Hoffnung, dass es natürlich am 5. dann auch gleich loslegen kann. Ich will euch mal was zeigen, wegen Kaffeeset, ne? Um gleich nochmal hier den Schulterschluss zu schließen, von wegen, ich brauche das nicht. Wenn ihr so einen Wagen bastelt, den Wagen, und setzt da diese Tassen drauf, das finde ich, geht eigentlich ganz gut von der Größe hier, und stellt euch dann noch das Schild, diese Tafel, ne? Mit schreibt ihr in weiß drauf 1,50 Euro und stellt das davor. Dann habt ihr nämlich einen Kaffeewagen. Hm. Also wir brauchen den Bollerwagen gar nicht. Wir machen uns dann einen Kaffeewagen mit dem Kaffeeset. Ne? Auch nicht schlecht. Ja, das war mir so. Oder ne, irgendwie ein paar Bohnen dahin tun, was weiß ich. Also da könnte man auf jeden Fall kreativ werden. Ich denke, das müsste eigentlich gehen, hier so eine Tasse draufgestellt. Also, ja. Aber über 300 Zuschauer hier heute am Wahnsinn. Cool. Und habt ihr uns eigentlich schon mal einen Daumen hoch gegeben? Und wenn ihr eine Frage habt, ich habe noch einen Knopf, den ich drücken kann, dann bitte jetzt Q-Doppelpunkt. Und dann können wir nachher nochmal filtern, ob irgendwas... Ein Projekt haben wir jetzt noch. Wir haben jetzt noch ein Projekt. Dann kann ich nämlich jetzt gleich nochmal gucken, ob schon welche Fragen übersehen worden sind. Ich meine nicht... Ich mache das dritte. Es sei denn, Peter Lustig, ich will noch mal sehen, ob wir den Baldachin an den Bollerwagen halten. Wenn ich baue das dritte Projekt auf. In der Zwischenzeit zeigen wir aber jetzt noch Zuschauerkarten. Ja. Zuschauerkarten, ne? Denke ich, die sind auch so schön, die müssen auch mehrfach gezeigt werden. Und in der Zeit baue ich das dritte Projekt hier auf. Ja, Joachim sagt, ich bin gerade beschäftigt. Kannst du mal eben übernehmen? Na klar kann ich das. Ich suche und suche, aber ich finde auch gleich. Also, da war eine Frage. Das Klebeband, was ich verwende, das kann ich gerne gleich einmal zeigen. Und zwar, ich benutze das Post-it-Klebeband. Das verlinken wir euch entweder im Chat oder unterm Video. Das ist ein Post-it, was wirklich ganz leicht nur haftet. Kann man mehrfach verwenden. Und was ich gut daran finde, es macht den Karton nicht kaputt, auch beim Durchkurbeln nicht. Ne? Entweder das empfehle ich oder Scotch Removable. Das ist ein durchsichtiges Klebeband, was auch Removable sagt es. Das ist wieder ablösbar. Das nehme ich auch. Ich nehme immer das, was mir so in Wege kommt. Das ist auch so leicht ablösbar. Damit kann man auch super die Stanzform fixieren und macht auch den Karton nicht kaputt.
Super. Deswegen habe ich die Originalverpackung schon seit gefühlt 2 Jahren hier liegen, um sie euch zu zeigen. Ich habe irgendeinen Schreck gekriegt. Ich dachte, ich hätte das nicht mit. Die dritte Karte. Und jetzt gebt mir mal ein Handzeichen. Wie ein Handzeichen? Wem ist diese Karte aufgefallen? Hier ist sie. In der Celebration Broschüre. Das ist mit diesem Produktpaket am Blumenstand tatsächlich gebastelt worden. Und die Blüten, die sind aber wiederum aus diesem Produktpaket. Das gibt es gratis bei 120 Euro Bestellwert. Daraus werden einmal diese Blüte und diese Blüte, die passen ineinander. Die werden verwendet. Und es gibt ja diese Prägeform dazu. Die habe ich hier. Ne? Das ist das. Und jetzt muss ich suchen. Ich habe jetzt hier meine... Ich musste übrigens schon, ne, weil ich so viel vorbereitet habe, alle meine Acrylblöcke waren belegt. Und da war hier. Und dann habe ich nämlich noch schon das nächste Projekt am Wickel und noch ein Projekt. Da war ich ganz froh, dass ich dann doch die ganzen Acrylblöcke aus den Kreativsets doch aufhebe. Ach, erst sind sie nicht gut genug, ja, und am Ende kommen sie dann doch noch zu Ehren. Ja, so ist, weißt du doch, wie das immer so ist. Ne? Erstmal wird gestempelt. Das ist die Grundkarte, die wird gleich gezogen, vollflächig mit Designerpapier und dieser Lavendelblüte. Hier habe ich schon geprägt mit der Prägeform. Doch, so könnt ihr es sehen. Ne? Das kommt dann da drauf. Und darauf kommt das Stempelmotiv. Und zwar grüner Apfel und Spurublau. Ja, also einigen ist es nicht aufgefallen. Obwohl man sich die Broschüre ja eigentlich ziemlich intensiv anguckt. Ja. Aber das war ja auch so mittendrin, so, dass man da auch schnell mal drüber wegguckt. Es liegt vor meiner Nase, ne? Oh ja. Leute, das müsst ihr mir doch sagen, dass das hier liegt. Ich denke immer, ich habe was vergessen, habe ich gar nicht. Also, wir stempeln als erstes die Blüte, den Stängel. Sie fassen sich halt nur nicht so gut an, weil sie so schmal sind. Aber, wie gesagt, ne, in der Not. Und da muss man aufpassen, so wie hier habe ich jetzt Farbe rangeschmiert, dass ihr euch das nicht verkippelt und euren Karton schmuddelig macht damit. So. Eins. Ist natürlich so eine Sache, wenn man sowas einem Anfänger schenkt, ne, und der denkt, hat dann so ein Stempelset dabei mit so einem, mit diesem Block. Und der denkt doch dann, weil am Anfang vermurkst man schnell mal was. Ja, jein. Es ist natürlich so, bei den Kreativsets hast du ja diese kleinen Stampin' Spots. Und du würdest ja immer so arbeiten, dass du dir das so hinlegst auf den Tisch. Und dann auftupfst. Ne? Und dann nimmst du ja den Spot, weil der ja so klein ist. Stimmt natürlich. Da ist die Gefahr nicht ganz so groß, da rein zu ditchen, wie jetzt ich hier bei meinem großen Stempelkissen. So, das kommt beiseite. Oh, jetzt habe ich reingefasst. Wisst ihr, Bumi hat das gemacht mit den Acrylblöcken, was ich schon mal gesagt habe, Mensch, die kann man, würde ich würde sie zusammenkleben, und sie hat es gemacht. Hm. Immer zwei zusammengeklebt, jetzt sind sie höher und die Finger werden nicht so schnell farbig. Jo. Und jetzt kommt nämlich schon die Frage, Bumi, womit hast du das denn zusammengeklebt? Das ist natürlich hier bei uns so, ne? Hier müsst ihr gucken, dass ihr die Blüte richtig arrangiert. Ich orientiere mich hier an diesen beiden kleinen Elementen. Das sind sozusagen die Knospen. Ich kann hier nicht richtig gucken. Wenn es jetzt ein bisschen nicht richtig hundertprozentig raufpasst, verzeiht es mir. Unmöglich. Wird heller. Sieht jetzt gerade so gewaltig dunkel aus, wird aber beim Trocknen heller. Ja, auch Gabi hat auch damals zugehört. Mit Silikon hat Gabi Schönfeld das zusammengeklebt. Aha. Also vielleicht mit, es gibt ja Durchsichtiges. Ich meine, man wird das trotzdem sehen, ne? Aber wenn man das vielleicht so vorsichtig so an den Ecken macht, müsste es eigentlich halten. Also ich würde das natürlich nicht mitten im Mang durchmachen, wo man vielleicht hingucken muss. Ne? Ja. So, hier habe ich geschmiert, lasse ich jetzt so. Oder Sekundenkleber, das hätte ich tatsächlich auch gemacht, weil das hält einfach so Bombe. Und da 4 Kleckse in jede Ecke, das, die Dinger sind so plan und eben, das muss wirklich super halten. Einmal kurz andrücken, ich glaube,
Das kriegt man nicht mehr auseinander, ohne dass man da grobe Gewalt anwenden muss. Also für Bastelzwecke muss das allemal reichen. Du könntest doch mal nach Fragen gucken. Ja. Ach so, ja, ich wollte ja nach Fragen gucken. Die eine hatte ich nämlich, da bin ich hängen geblieben. Die Barbara wollte das wissen mit den Post-its. So, jetzt geht's hier weiter. Das war das. So, das Dach am Bollerwagen, das haben wir. Das haben wir. So, Bollerwagen-Set in Deutsch gibt's nicht. Kennt Irene schon die neuen In-Colors? Nein, ist jetzt hier die Frage. Kennt Irene auch nee, nicht. Aber die wird Irene ja in ein paar Wochen kennen. Ja, weil aber wir dann kennen sie alle. On Stage sind, dann werden wir das ja wissen. Oh ja. Also müssen wir noch so gut einen Monat Geduld haben. Ein bisschen Geduld brauchen wir noch. Ja. Ne? Ich bin tatsächlich gespannt, weil... Ich freue mich schon. Schon wieder anderthalb Jahre her, dass man mal da war. Ja, fast, ne? Stimmt. Ja. Ich denke, die letzten waren ja eher gedeckt mit Malve, Wilder Weizen und KKG, ne? Ich hoffe, dass die jetzt wieder ein bisschen schön... Ich hätte so ein schönes Pfirsich, würde mir, glaube ich, gut gefallen. Achso, ich könnte nochmal schnell sagen, wir haben ja eine WhatsApp-Gruppe und wer zu unserem Team gehört und auch in Rotterdam dabei ist und sich noch nicht gemeldet hat, der kann sich gerne melden per E-Mail und unter Angabe der Telefonnummer. Dann fliegen wir ihn oder sie gerne dazu. So, jetzt habe ich einen Trick für euch. Ui. Und zwar, wer hier mal guckt, der sieht, dass das hier so ein bisschen, das werdet ihr wahrscheinlich nicht sehen können, aber es ist so ein bisschen dunkler in der Maserung. Das heißt, erst habe ich die Stanzform reingedrückt in das Stempelkissen, aber das war mir dann doch so ein bisschen schmierig. Und jetzt werde ich die einfärben mit so einem Schwämmchen. Und dann durchkurbeln. Ihr werdet das gleich sehen, was ich da mache. Also. Haben wir denn hier noch ein bisschen was zum Unterlegen? Haben wir auch. Also man kann das jetzt hier... Oh Gott, das war mal... Da steht auch sogar Chili drauf. Und tatsächlich auch dieses obere Teil muss man auch... Soll auch ein bisschen Farbe kriegen. Ja. Also soll so ein bisschen antik aussehen. Ne? Ah, okay. Jetzt hoffen wir mal, dass das nicht zu doll ist mit dem Chili hier. Tolle Idee, Bumi, das war meine Idee hier. Ha, Peter Lustig. Hier nicht noch die Idee klauen, das weiß ich, dass ich das mal gesagt habe. Dass man mit den Stempel den Blöcken zusammenkleben. Das habe ich hier mal live gesagt. Ja. Da habe ich die Rechte dran. Aber ich freue mich natürlich, wenn das funktioniert, weil dann hat man doch wirklich mal diese ich kurbel mal Blöcke durch, ne? Vernünftig, einem vernünftigen Zweck zugeführt. Ja, oder man hortet sie wie ich und freut sich dann, wenn man sie braucht. Dass man dann so viele hat davon. Ja. Ich werde das mal machen. Wenn du mal welche über hast, gibst du mir die mal. Wenn ich mal Sekundenkleber habe, dann werde ich das mal versuchen. Jetzt, tada. Oh ja. Guck, jetzt ist das das Geprägte ist jetzt dunkler. Mhm. Und dann sieht das so ein bisschen shabby aus. Schäbig schick. Das kleben wir zusammen. Das kommt so, ne? Dann hat man praktisch, sieht das jetzt aus, als wenn da hinten, als wenn der dreidimensional ist, der Wagen. Ja, der fährt einem fast über die Füße, so dreidimensional ist das. Ja, das ist schön. So ein Bollerwagen hatten wir doch in unserem ersten Haus auch gefunden, unter so einer. Ja, aber der war so rott. Eine Zeit lang hatte ich noch bepflanzt im Garten gestellt. Jetzt mittlerweile ärgere ich mich. Man hätte ihn ja vielleicht doch noch ein bisschen aufarbeiten sollen, aber damals hatte ich nicht die Zeit. Nur ist zu spät. So ein uralter Handwagen. Mit so Leitern noch dran, mit so einem Leiterwagen. Das war ziemlich rott, aber verwenden konnte man ihn eigentlich nur noch zu Dekozwecken. Irgendwie im Garten, er stand da auch eine Weile. Aber ich weiß nicht, ob ich noch ein Foto habe davon. Damals haben wir noch nicht fotografiert. Aber das damals macht hat man das, hätte ich, ja, jetzt denkt man anders darüber. Ne? Jetzt hätte man sich da ein Projekt draus gemacht. Und Joe arbeitet den alten Handwagen auf, seit 3 Jahren schon. Und, ne, und jede. Wir haben so viele Bilder nicht von irgendwas. Und ich sage immer, und das hat er jetzt Gott sei Dank auch angenommen, ich habe es im Herzen. Ja. Das ist das Entscheidende. Ich brauche gar nicht immer alles. Ich muss gar nicht immer alles dokumentieren und verewigen. Ich habe es im Herzen. Ja. Schön gesagt. Ja. Tröstet. Ja, ist so. So.
Das ist Deko, ne? Das ist Stampin' Up at its best. Oder wie heißt das so schön? Das ist halt... So nach dem Motto, wir müssen das Band auch noch unterbringen. Ja. So könnte man das sagen, ja, ne? Ja. Oh, wir haben Band. Das müssen wir auch dringend mal wieder verwenden. Sonst brauchen wir keine Bänder. Genau. Ah, das legen wir da unter. Genau. Ja, geht so. Ja. Können wir machen. Sieht gut aus. Cheryl, das können wir machen. Oh ja, Sandy, das machen wir. Oh yeah. Robin, was sagst du dazu? Und so geht das dazu da in der Zentrale von Stampin' Up. Wir brauchen noch... Am Ende kommen Shelly und Sarah und klatschen das ab. Und hey, cool. Das kommt im Katalog. Mann. Wir machen nochmal hier dieses, was ich euch vorhin schon gesagt habe, mit dem Rad. Jetzt kann man es besser erkennen. Das kommt hier halt so über die Falzlinie, kommen die Speichen des Wagenrades. Und da braucht man gar nicht so viel Kleber. So passt das. Wunderbar. Und den anderen setzen wir dahinter, beziehungsweise ich hoffe, dass der passt. Oder ich schneide mir den mal ein bisschen kürzer. So, das Produktpaket. Die möchte jemand wissen. Ja, das kann ich jetzt hier sagen. Das Produktpaket oder Stempelset. Was wolltest du denn jetzt hier wissen, Bianca? Kurz gucken. Stempelset. Na gut. Hierzu? Nee, Bollerwagen. Wir sind hier beim Bollerwagen. Ach, der Bollerwagen. Also, Filled with Fun heißt der Bollerwagen. Ja, warte, ich hab das doch. Nee, ich hab das, brauchst nicht so, ich hab schon. Hast du? Ich hab schon alles, ja. Aber wie gesagt, das ist ja im Vorverkauf. Das kann ja noch gar nicht jeder ordern. Das heißt, Filled with Fun. Ja, habe ich es jetzt? Filled with Fun? Ja. Also, Bianca, das kann man nur vorbestellen, also als Kunde kann man es noch nicht kaufen, das geht auch erst ab 5. März, das ist nämlich ein sogenanntes Exklusiv-Online-Produkt und ich habe dir da jetzt mal die Nummer reingeschmissen, 163557, das heißt Filled with Fun, gibt es nur in Englisch und das ist jetzt hier das Stempelset, es gibt auch ein Produktpaket, das macht eigentlich, glaube ich, auch Sinn, ne? Ein Produktpaket, ja. Das macht, glaube ich, sogar mehr Sinn. Liebe Grüße. So, und das Produktpaket... Nennen wir mal PP und das hat diese Nummer. Ich zeige euch das gleich nochmal. So, und Bianca hat natürlich noch so einen Leiterwagen. Ja, danke schön, Bianca. Schön. Das wolltest du nicht hören, ne? Danke. So einen Leiterwagen haben wir auch noch. Ja, nee, das ist doch... Ach Mensch, ich hatte da auch Blumen drin, das sah auch schön aus. Ja, natürlich. Freut man sich, nein. Weißt du noch an deinem Geburtstag? Crafting Lady, wenn sie mal ein Geschenk für Joe sucht, dann ein alter Leiterwagen. Weißt du noch an deinem Geburtstag? Oh ja, das weiß ich noch. 40 Jahren oder was weiß ich wann. Danke. Und wann war denn das? Ja, sage ich jetzt nicht. 91. 90. Na. Oh, das war Hochsommerwetter. Das habe ich auch nie wieder gehabt. Aber wer weiß, vielleicht kommt das ja noch eines Tages. Gut, das Thema wollen wir jetzt auch mal schnell wieder ad acta legen. Wie weit sind wir denn? Wir sind jetzt hier gleich fertig. So, da kommt das noch drüber. Liebe Grüße. Und dann, ja, muss auch zu Ende gebracht werden, ne? Ja. Jetzt machen die sich hier lustig über mich. Die suchen einen gammeligen Leiterwagen für mich. Und dann muss er uns ums Haus fahren. Ja, herrlich. Ja, da muss er ein bisschen stabiler sein. Das sind auch aus den letzten Online-Exklusiven. Aus dem, mit dem Gartentor, wo ich neulich mit gebastelt habe, wo ich dann am Mittwoch noch mal was zeigen kann. Da hast du mir doch schon wieder eine Idee gezeigt. Du warst ja so fleißig jetzt in der letzten Zeit. Ja. Du hast so viele Projekte vorbereitet, dass ich ja so viel Zeit habe, im Vorfeld jetzt auch schon Trailer zu drehen. Also ich bin jetzt ja schon gefühlt mit den Trailern auch schon 10 Tage jetzt im Vorsprung. Mittwoch wird es dann eine richtig coole Idee geben. So. Das ist das. Ich wollte noch mal zeigen, einmal das. Das ist das. Das ist der Bollerwagen. Ja, was ist das schön übersichtlich mit so einem Chart. Ja. Das sind die beiden Karten, die ich damit gemacht hatte. Einmal nur gestanzt, also fast nur gestanzt, hier fast nur gestempelt. Mhm. Und dann haben wir hier noch gerade zu liegen die
Kaffeezertifizien, das also habe ich alles hier unten. Oben steht für, also filled with love. Love, ja, da muss aber filled with fun stehen. Ja, aber also die Artikelnummer ist richtig. Artikelnummer, ne? Stimmt. Also das könnt ihr vorbestellen bei mir. Das könnt ihr jetzt bestellen. Da kriegt ihr sogar noch eine Celebration-Prämie dann drauf, wenn ihr euch das jetzt noch sichert. Also da würde ich dann auch nicht bis März warten, weil, warum, ne? Dann, also, das ist ja Quatsch. Wenn man da jetzt noch was gratis kriegt, dann nimmt man das natürlich mit. Und ich zeige euch nochmal, was wir hier heute gemacht haben. Das. Dann die Karte mit dem Sonnenschein. Mhm. So, dann haben wir, was hatten wir jetzt hier noch zu sagen, wenn man jetzt hier originelle Ostereier bei dir kauft? Was war da? Dann gibt es eine kleine Videoanleitung, wie man die Box macht. Eine extra Box. Ja. Und was war in dem Kalenderblatt? Das gibt es ja. Wer was bei dir bestellt, kriegt eine Anleitung für ein monatliches Kalenderblatt. Für den Monat, in dem er bestellt oder, oder rückwirkend. Und auch rückwirkend. Und ne? Schöne Überraschung. Wer das bestellt, kriegt auch ein Video mit ein paar Tipps drin, extra dazu. Ja, also schlagt zu. Es ist alles vorbereitet für euch. Wartet mal auf. Und jetzt in der Celebration, noch gut 10 Tage, macht es auch. Richtig schön Sinn. Ja. Also der Renner sind die Stifte. Tatsächlich, also das ja. ist unfassbar. Seit das jetzt nochmal hinzugekommen ist, nimmt eigentlich jeder, fast jeder die Stifte, der in den Bereich kommt. Also das ist war eine gute Idee von denen. Genau, Sommersorbet, der Simon schreibt eben noch, das sehe ich hier, Sommersorbet war auch die einzige Farbe aus dem Quintett, welche noch für DSP oder Sets verwendet wurde. Ja, Sommersorbet und es ist aber ziemlich identisch zu Blutorange, ne? Also da braucht man auch jetzt nicht so traurig sein. Mhm. Also, wie gesagt, das sind immer Informationen, die ich euch gebe. Was ihr am Ende des Tages daraus macht, das seht ihr selber. Und wo ist jetzt die Karte geblieben? Aber taucht hier auch gleich wieder auf. Ich zeige euch nochmal, was wir noch hier alles so am Start hatten, schon die Tage. Kaffee mit Rausziehfach. Kaffee mit ausgestanztem Designerpapier, die Zinien. Also ich bin gut dabei. Also wir hatten neulich 29 Projekte, ich muss ja bald weitermachen. Wir sind ja wahrscheinlich ja, bald bei, ja schon wieder im Februar jetzt. Ja, ne? bei kurz vor der 40 bald, ne? Unfassbar. Okay, ihr Lieben, das war's von uns, von mir für heute. Mittwoch habe ich eine richtig schöne Idee für euch vorbereitet. Eine Geschenkidee sozusagen. Fand ich sehr, sehr cool. Und nächsten Sonntag ist auch schon fertig. Der nächste Mittwoch danach ist auch schon fertig. Da gibt es eine richtig coole Faltkarte mit Trick. Also es wird nicht langweilig hier auf dem Kanal. Wir sind am Start. Und haben wir noch was zu sagen? Nein, ne? Alles Weitere schreibe ich noch in den ersten Kommentar. Beziehungsweise es ist jetzt schon gleich in der Infobox unter dem Video, was wichtig sind, auch nochmal Doreens Blog und die Infos nochmal zu dem originellen Ostereier, schöne Überraschung, kreative Tage. Genau, also das war das Projekt von Doreen, was ich euch hier nochmal zeige. Und das könnt ihr, das Materialpaket könnt ihr bei ihr bestellen. Ich weiß nicht, ob sie auch nur die Anleitung anbietet, das kann ich nicht sagen. Da müsstet ihr mit ihr Kontakt aufnehmen. Ne? Und schönen Gruß von mir, dann wird die sich nämlich freuen. Ja. Und wer eine Stempelparty buchen möchte bei ihr, kann das auch gerne machen. Also sie ist da offen für alles. Zumindest sich erstmal bei ihr melden. Ja, genau. Aber sie, so wie ich das hörte, sich so an wie ja, ne? Mhm. Ja, okay. Das war's für heute. Schweißgebadet hier. Ja, das ist 3 so aufwendige Projekte, ist dann doch nicht ohne, muss ich sagen. Ja, es hat doch auch eine ganze Weile gedauert. Aber super. Aber es sind auch jetzt schon, weil früher habe ich immer nur eine Sache gebastelt. Ich weiß auch gar nicht, wieso. Jetzt gibt es hier schon immer 3. Ja. Unglaublich. Das war's von uns für heute. Wir sehen uns wieder am Mittwoch. Um 19 Uhr. Um 19 Uhr. Freuen uns. Und wie gesagt, wie immer, gebt uns gerne einen Daumen hoch. Wenn ihr noch was braucht, meldet euch gerne bei uns heute Abend. Ab 60 Euro ist eure Bestellung versandkostenfrei, wenn ihr euch über Info@Irenes Bastelzimmer meldet oder über das Bestellformular. Und wer über den Online-Shop geht, der kriegt im Laufe des Folgemonats, wenn er den Gastgebercode verwendet, natürlich eine kleine Aufmerksamkeit und eine selbstgebastelte Karte zugeschickt. Das ist immer noch das Wichtigste, finde ich, die handgebastelte Karte, weil kaufen kann man immer irgendwas. Das ist schnell eingetütet, ne? Irgendwie was gekauft ist. Aber so eine Handmade-Karte dauert ja dann doch immer ein bisschen, ne?
Ihr Lieben, das war's von uns für heute. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntagabend. Geht an den Basteltisch und wir sehen uns Mittwoch. Tschüss.